Servus Bullibastler. Es geht los. Das erste Video zu einer neuen Serie hier auf diesem Kanal. Wie mache ich aus einem VW-Bus einen Camper? So, da gibt es natürlich schon viele Anleitungen, viele Möglichkeiten. Es wurden schon so viele Busse umgebaut. Aber wie das immer so ist, jeder hat natürlich seine eigenen Bedürfnisse. Und auch in meinem Fall soll dieser VW-Bus natürlich dem angepasst sein, wie ich Urlaub mache oder was ich gerne hätte oder was ich an Equipment dabei habe. Bisher hatte ich ja ein relativ sporadisches Layout. Ja, ein bisschen zusammengestöpselt aus dem, was man halt eben so schnell zusammenstöpseln kann. Könnt ihr euch die Roomtour auch nochmal anschauen. Jetzt geht es darum, möglichst für alles sein Plätzchen zu haben. Mit möglichst wenig Hin- und Hergeräume am Abend einfach sich ins Bett flacken zu können und trotzdem einen Bus zu haben, den man benutzen kann tagsüber. Und natürlich in meinem Fall auch, um ihn als Sprecherkabine mit zu benutzen. Ist nicht ganz unwichtig bei mir, weil, wie das immer so ist, man bekommt dann die meisten Aufträge, wenn man gerade auf dem Weg in den Urlaub ist. So, erster Schritt wird jetzt heute sein, die Bodenplatte. Wir machen eine Bodenplatte unten rein. Wenn ich sage wir, mein Bruder ist mit dabei, der baut seinen Bus ebenfalls aus. Ein Kumpel, Mike, ist dabei, der hat auch einen VW-Bus. Wir haben uns eine kleine Garage gemietet und haben da sozusagen die Bulli-Bastelbude draus gemacht. Da fahre ich jetzt hin. Dann kommt, wie gesagt, die Bodenplatte erstmal rein. Die habe ich mir vorgefertigt gekauft, weil ich irgendwie keine Lust hatte, diese ganzen Löcher für die Sitzhalterungen und so weiter selber auszubohren und fräsen und sägen und so weiter. So wie ich mich kenne, kann das nur schief gehen. Also, was Vorgefertigtes gekauft, das muss wahrscheinlich noch angepasst werden, aber sehen wir gleich selber. Also, los geht's in Richtung Bulli-Bastelbude. So, nachdem wir die Bodenplatte etwa 20 Mal rein und wieder rausgetragen haben, um hier nochmal was abzusägen und dann nochmal was abzuschleifen und dann nochmal was anzupassen, hat sie dann endlich auch gepasst. Wahrscheinlich hätte das Ganze auch ohne diese Komfortverkleidung hier gleich direkt gepasst und ohne diesen Boden, diesen Teppichboden unten drin. Aber ich möchte den Bus natürlich weiterhin auch nutzen, wie er ist. Und dementsprechend sollte diese Verkleidung drin bleiben und der Teppichboden ebenfalls, weil der auch als Isolierung noch mit dient. Um die Platte einzubauen, müssen dann erstmal die Zurösen raus. Auch hier mal wieder viel Zahnsteckschlüssel. Da lohnt sich also für den T5 gleich mal ein ganzes Set anzuschaffen. Dann müssen die Blenden für die Sitzbefestigungen raus. Die sind nur mit einer Torx-Schraube fixiert und lassen sich dann ganz einfach abnehmen. Dann die Bodenplatte rein. Und mit den Zurösen mit der Karosserie verbinden. Hier braucht es dann zum einen längere Schrauben und vor allem ein paar Unterlegscheiben, damit die Ösen und die Karosserie kraftschlüssig verbunden sind. So bleiben sie belastbar und auch benutzbar. Bei der Anzahl der Unterlegscheiben muss man ein bisschen ausprobieren. Es sollte so sein, dass die Bodenplatte ordentlich fixiert ist und nach unten gezogen wird, aber nicht zu viel Spannung drauf kommt. Sonst könnte es im schlimmsten Fall sein, dass die Plastikeinsätze unter Umständen brechen. So, damit wäre der erste Schritt in Richtung Innenausbau also gemacht. Das Fundament quasi ist verlegt und hier drauf kommt jetzt dann der ganze Rest. Die Tüftelei geht jetzt also los. Ich habe noch keinen konkreten Plan. Im Moment ist es so, dass ich es mir so vorstelle, dass ich hier hinten im Heck Schwerlastauszüge reinbaue, dass ich hier die komplette Küche reinbauen kann, inklusive Kühlbox und dann sozusagen unter der Heckklappe, auch wenn es mal nicht ganz so gutes Wetter ist, dann hier hinten auch kochen kann. Im Bereich weiter vorne soll dann das Bett hinkommen. Unter diesem Bett ist dann auch viel Stauraum
uns hier im vorderen Bereich der Schiebetüre soll das Bett dann auch ausziehbar sein, sodass ich die komplette Liegefläche habe, wenn ich schlafe, und aber mehr Platz habe, wenn ich eben das Bett nicht gemacht habe. So, und hier hinterm Fahrersitz kommt dann ein Schrank hin, der geht bis hoch an die Decke. Da sollen dann auch, wenn es so klappt, wie ich mir das vorstelle, Schubladenelemente rein und ein ausziehbarer Tisch, sodass ich dann hier bei dem Beifahrersitz, den ich drehen kann, an diesem Tisch sitzen kann. Und in diese Schubladenelemente kommt dann auch mein ganzes Equipment mit rein, sodass ich an diesem Platz dann arbeiten kann. Ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, wird sich zeigen. Ich habe selber noch keinen wirklichen Plan. Meine Devise ist ja immer ranhalten, anzeichnen, absägen. Also ihr werdet sehen, was passiert. Am besten abonniert ihr diesen Kanal, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Vielen Dank auch für euren ganzen Likes. Top. Und ich gehe jetzt mal Holz bestellen. Und sobald das da ist, geht es dann weiter. Wir sehen uns.